Jetzt ist es passiert. Ich bin Öko und auch noch stolz drauf. Ihr habt aber auch gemerkt, so ganz bei Null Müll bin ich immer noch nicht angekommen. Und werde ich vielleicht auch nie. Denn ganz ehrlich, so richtig Spaß macht es nicht, sich ständig Gedanken darüber zu machen, was ökologisch sinnvoll ist und wo man noch mehr Müll vermeiden kann. Klar, manchmal ist es ganz einfach, Müll zu vermeiden. Manchmal ist es aber auch ganz schön kompliziert. Konzentrieren wir uns doch mal auf die einfachen Dinge. Hier kommen meine Tipps für weniger Müll. Über 50 Millionen Tonnen Müll. So viel produzieren allein wir hier in Deutschland jedes Jahr. Das ist eine ganze Menge. Dabei könnten wir alle was dafür tun, damit der Müllberg am Ende des Jahres nicht ganz so groß ist. 4 Tipps für weniger Müll. Tipp 1. Wiederverwenden. Trinkflaschen, Stofftaschentücher oder Jutebeutel für Brot und Brötchen. Es braucht nicht immer Wegwerfprodukte. Tipp 2. Selber machen. Deo, Putzmittel, Müsli, das kann man alles ziemlich einfach selber machen. So lässt sich eine Menge Verpackungsmüll vermeiden. Tipp 3. Unverpackt einkaufen. Bei Obst und Gemüse einfach mal den Plastikbeutel liegen lassen. Wie wär's? Tipp 4. Weniger ist mehr. Brauchen wir das neue Shirt überhaupt? Oder können wir das auch secondhand kaufen? Oder einfach ein bisschen länger nutzen als ursprünglich geplant? Damit sparen wir nicht nur Müll ein, sondern auch Geld. Mir ist vor allen Dingen eines klar geworden. Zero Waste geht nicht ohne Kompromisse. Wo ihr die machen wollt, müsst ihr selber wissen. Und vielleicht wird dabei nie null Müll rauskommen. Muss es aber auch gar nicht. Ich finde, es lohnt sich trotzdem mal drüber nachzudenken, wo man überall Müll vermeiden kann. Und nach geht immer wieder ein bisschen mehr. Denn Zero Waste ist, was ihr draus macht.